Willkommen zu einer Info in Ark Ascended über den Dungbeetle, den Mistkäfer. Der macht automatisch Dünger und Öl. Deswegen ist das auch ein interessantes Tier, den mal zu zähmen. Und als nächstes zeige ich jetzt nochmal diesen englischen Text hier in deutscher Sprache. Dann kommen wir zum Thema, wo findet man denn diese Tierchen? Und anschließend sprechen wir darüber, wie man sie zähmt und dann, wie sie konfiguriert werden, dass sie automatisch Dünger erzeugen und auch Öl. Allerdings nicht viel Öl. Das hält sich in Grenzen. Wer lesen möchte, kann jetzt mal kurz dieses Video anhalten, um dann eben diesen Text zu lesen. Finden tun wir diese Mistkäfer, die Dungbeetles, bevorzugt in Höhlen. Auf the Island ist das hier, sind das hier diese Höhlen, die hier noch schwarz umrandet sind. Da können wir also Mistkäfer finden. Auf der Map The Center, die vielleicht bald herauskommt. Und da haben wir hier Dungbeetles an diesen Stellen, wo wir die finden können. Auf Scorched Earth ist das hier an den Rändern, wo es etwas gelb zu sehen ist, gelb eingefärbt ist. Auf Extinction, Wildcard Map, ist das hier, in diesem orangenen Bereich. Auf Valguero finden wir die hier, wo gelb und grün markiert ist. Auf Genesis finden wir die hier in diesem gelben Bereich. Auf Genesis Teil 2 finden wir die hier in diesem grünen Bereich. Und diese Community Maps von Modern, Ragnarok ist hier noch erwähnt. Falls das vielleicht mal portiert wird auf das neue ASA, dann finden wir die hier, wo es gelb und grün ist. Dann auf Crystal Isles finden wir das hier im gelben und im grünen, bevorzugt in den grünen Feldern natürlich. Und auf Lost Island zu guter Letzt hier an diesen Stellen schwarze umrandete Punkte sind dann wieder Höhlen oder auch diese viereckigen schwarzen. Das sind Höhlen, wo wir die finden. Wir zähmen den Mistkäfer mit einem großen Kothaufen oder mit verdorbenem Fleisch passiv. Unterwegs in der Höhle und ups, da ist ein Mistkäfer, Dungbeetle. Sogar Level 140, wenn ich das richtig sehe. Ja, da brauchen wir verdorbenes Fleisch. Da habe ich hier was. Das legen wir da unten auf den letzten Slot von den Kurztasten. Dann wird er damit direkt gefüttert. Und dann geht auch die Zähmung schon direkt sofort los, wie man sieht. Wir müssen ihn dann öfters mal noch aufsuchen und weiterfüttern. Jetzt ist er schon ziemlich durchgezähmt. Da werde ich ihn dann anschließend mit einem Cryopod mitnehmen. Jetzt kriegt er dann, wenn er wieder Hunger hat, sein letztes Quäntchen verdorbenes Fleisch und da ist er auch gezähmt. In der Basis stellen wir unseren Dungbeetle dann in seinem Verhalten hier auf Passiv. Er wird also auf Passiv gestellt und er wird dann auf Wandern gestellt. Da, Enable Wandering ist das. Und dann geht's los. Er sammelt dann automatisch jede Menge Kothaufen. Das sehen wir schon hier. Der ist jetzt schon übervoll, der Kollege. Und macht aus diesem Kothaufen, da sieht man's, Düngemittel, Dünger und auch Öl ein bisschen. Allerdings jetzt nicht überragend viel. Ein bisschen Öl fällt da immer noch ab. Der kann sich dann irgendwann nicht mehr bewegen, aber das macht nichts. Wenn er übervoll ist, dann bleibt er eben am Ort. Er sammelt dann eben trotzdem in der Nähe, hier zum Beispiel von den Trikes und so, die Kothaufen oder von den Raptoren hier in seiner Nähe, sammelt er dann eben auf. Auch wenn er sich nicht bewegt. Danke fürs Zuschauen. Like, Abo und Kommentar hinterlassen nicht vergessen. Und dann mal alles Gute und tschüss, bis zum nächsten Video.